Virtual DJ 2023 ist nun endlich draußen. Ich habe hier dazu ja schon mal ein Update-Video gemacht. Und vor allem die Stems 2.0 sind aktuell in aller Munde. Vor allem bei denjenigen, bei denen die Laptops noch nicht so leistungsstark sind, damit sie das wirklich aktiv nutzen können. Und man stellt sich oft die Frage, muss ich mir denn jetzt wirklich einen neuen Laptop kaufen, um Virtual DJ überhaupt noch nutzen zu können? Und Freunde, nein, das müsst ihr nicht. Man muss sich einfach nur mal die Einstellungsmöglichkeiten angucken, denn da gibt es einige wertvolle Funktionen, wie ihr Virtual DJ weiterhin ohne Probleme nutzen könnt. Welche das sind, welche es da gibt, die stelle ich dir jetzt hier in diesem Video vor. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video rund um Virtual DJ. Falls du übrigens das neue Update-Video zu Virtual DJ 2023 noch nicht gesehen hast, solltest du es dir unbedingt angucken. Da stelle ich dir alle Neuerungen vor und vor allem auch die Stems 2.0 und wie du sie nutzen kannst. Falls du das neue Update schon installiert hast und dein Laptop hat genauso Probleme wie bei vielen anderen DJs, dann kommt jetzt hier die Lösung dazu. Die zeige ich dir und im Anschluss habe ich sogar noch eine kleine Überraschung für dich, also bleib am besten bis zum Ende dran. Jetzt wechseln wir aber mal auf meinen Monitor und gehen direkt in Virtual DJ mit rein. So, da sind wir in der DJ-Software schon drin und wenn ihr das aktuelle Update gezogen habt und euer Laptop auch in die Knie geht bei der Stem-Nutzung, dann schaut am besten mal hier über die Einstellung rein. Entweder ruft ihr das Einstellungsmenü auf, geht hier links auf Optionen mit drauf, also hier links auf Optionen und klickt dann hier unten auf Performance oder ihr gebt in den Einstellungen oben einfach mal Stems ein und dann werden euch alle Funktionen zu den Stems mit aufgerufen. Und da habt ihr oben schon viele tolle Möglichkeiten mit dabei. Unter anderem erstmal die Funktion Reset Stems on Load. Das setzt die Stems automatisch zurück, wenn ein neues Lied geladen wird. Das ist standardmäßig auf die Pads gestellt, ihr könnt es aber auch auf No oder auf All stellen. Genauso habt ihr auch Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen Stems, wie gut sie im Endeffekt laufen sollen. Also wie viel Abweichung soll der schnelle Algorithmus zur Trennung von Stems beim Stummschalten von zum Beispiel Vocals zulassen oder auch bei Instrumenten. Das könnt ihr individuell noch einstellen, falls ihr die Stems noch ein wenig verfeinern möchtet. So, das was wir aber brauchen, ist hier unten tatsächlich in diesem Performance-Bereich mit drin. Da ist nämlich die Stems Real-Time Separation mit drin. Und da steht schon hier in dem Informationsfeld drin, wählen Sie entweder eine Datei ohne gespeicherte Stems zu laden, eine Stem-Separation durch Virtual DJ in voller Qualität, unter Umständen kann es auch sehr ressourcenintensiv werden, oder eine reduzierte Qualität mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Das ist nützlich, um eine saubere Waveform anzuzeigen und keine Stems zu berechnen. Also du hast hier die Möglichkeit, ob das wirklich in Echtzeit alles geschehen soll. Hast du einen leistungsstarken Laptop, dann kannst du das wirklich auf Enable schalten. Hast du einen älteren Laptop, dann würde ich dir empfehlen, die Qualität der Stems zu reduzieren. Das klingt dann eher so wie damals noch die Stems 1.0, aber dann funktioniert das bei deinem Laptop auch. Oder wenn wirklich mit Stems gar nicht geht, dann kannst du sie hier auch einfach auf Disable schalten, also einfach ausschalten. Genauso gibt es auch noch die Auswahlmöglichkeit bei Stems Saved Stems, ob eine Stem-Datei nach einer Echtzeitseparation automatisch gespeichert werden soll. Also wenn du einen Track in das Deck wählst und er berechnet dann die Stems automatisch, dann legt er immer eine gespeicherte Datei an. Zumindest wenn du das möchtest und auf Automatik hast. Bei manuell würde er das nicht machen. Dann gibt es noch die nächste Funktion Stems Allow Reduce Quality. Da steht dabei, ermöglicht das Abspielen der Stems, die durch Echtzeittrennung in reduzierter Qualität erstellt worden sind. Auch hier kannst du auf Ask oder auf Always mit einstellen. Und die nächste Funktion, die ist dann wieder sehr, sehr wichtig, die Stems Fix.
Wenn dein Computer veraltet ist, versuch mal eine dieser Optionen einzustellen und schau mal, ob das dann besser läuft. Unter anderem zum Beispiel bei Don't Use GPU, Lower Priority oder Prepare with Reduced Quality. Probier dich da mal durch. Es kann sein, wenn du bei einem dieser Punkte einen Haken setzt, zum Beispiel bei Don't Use GPU oder bei Lower Priority, du kannst da auch mehrere auswählen, dass dann deine Stems um einiges besser laufen und dein Laptop vor allem auch wieder Leistung hat und nicht alles im Endeffekt weggesaugt wird. So, dann hast du noch die Möglichkeit, Stem-Safe-Folder anzugeben, wo deine vorbereiteten Stems gespeichert werden sollen. Er legt dafür wirklich eine extra Datei an, falls eine Stem-Separation stattgefunden hat. Wo das geschehen soll, kannst du hiermit angeben. Und unten hast du noch Max Stem Length. Das heißt, verhindere eine Überlastung deines Speichers, indem du keine Stems für Songs lädst, die länger als dieser Wert sind. Also in Minuten ist das angegeben. Setze diesen Wert auf -1, um immer zu versuchen, Speicher für Stems zuzuweisen. Yes, liebe Freunde, und das sind auch wirklich die ganzen Einstellungsmöglichkeiten für die Stems. Das heißt, guckt da gerne mal durch. Und vor allem, wenn ihr mit dem Laptop Probleme habt, dann könnt ihr hier in diesen Einstellungen ein wenig was umschalten, um das auf euren Laptop und eure Bedürfnisse anzupassen, damit ihr Virtual DJ auch weiterhin in der aktuellen Version nutzen könnt. Und wenn Virtual DJ wirklich aktuell ein Thema für euch ist, wo ihr sagt, hey, in diese DJ-Software, da möchte ich mich noch ein bisschen tiefer reinarbeiten, auch das, was ich dir gerade gezeigt habe, war voll komplett neu, dann glaube mir, es gibt in Virtual DJ noch so viel mehr zu entdecken. Und genau darüber habe ich ein komplettes Videotraining aufgenommen, wo ich dir wirklich alle Funktionen von Virtual DJ einmal vorstelle, damit du das volle Potenzial dieser DJ-Software für dich überhaupt nutzen kannst. Dieser Videokurs liegt in der Regel bei 225 €. Und aktuell haben wir noch die Aktion, dass du ihn für nur 39 € bekommst, inklusive aller Videoinhalte, aller Lerninhalte und sogar noch einen Bonusbereich, den ich dir noch mit drauf packe. Wenn das was für dich ist, klick mal unter dieses Video in die Beschreibung mit rein. Dort findest du diesen Kurs und du kannst sofort mit starten und wirklich alles aus Virtual DJ rausholen. Ansonsten sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Einschalten, Freunde, und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Mach's gut, ciao, ciao, der Mike. Was wäre, wenn du das volle Potenzial deiner DJ-Software nutzen könntest? Also alles, was Virtual DJ wirklich drauf hat. Denn ich wette, die meisten DJs kennen gerade mal die Grundfunktion. Dabei gibt es so viele geile Möglichkeiten, noch kreativer und besser als DJ zu arbeiten. Überrasche deine Gäste mit Übergängen, Samples und Remixen, die Virtual DJ schon komplett inklusive hat, du aber bisher wahrscheinlich noch gar nicht kanntest. Entfalte dein ganzes Potenzial. Liefere eine noch bessere Performance ab und spiele noch viel bessere Partys. Deine Gäste werden begeistert sein.